Ja, herzlich willkommen beim Natursprungverein. Wir wollen euch heute unser Hühnermobil mal vorstellen, das wir zusammen in Kooperation mit der Freien Schule gebaut haben. Und zwar unsere Kamerafrau heute ist nämlich die Marlene Perner. Die hat uns tatkräftig bei diesem wunderbaren Hühnermobil geholfen. Erstmal da auch danke, Marlene, für die liebe Hilfe, ne, dafür. Und kommt mal ein bisschen rüber. Wir stellen euch jetzt mal das Hühnermobil so im Einzelnen vor. Also, wir haben ein altes Catcar auseinandergelegt und haben die Räder, die sehr stabil sind, die haben wir benutzt und haben daraus, die haben wir ein bisschen breiter gemacht in der Achse und haben hier also die zwei Räder gebaut für das Hühnermobil. Die Größe ist ungefähr so groß wie die Grundfläche von einer Palette, also 80 x 1,20. Und da haben wir ein einfaches Gestell gebaut. Da werden wir euch auch nach dem Video auch eine kleine Grafik mal einblenden dazu. Und und über dieses Gestell haben wir dann eben hier diese Beplankung halt gesetzt. Und weil ich quasi so mit Wildholzbau unterwegs bin, haben wir natürlich aus praktischen und ästhetischen Gründen hier ein bisschen Wildholz eingearbeitet. Ihr seht hier unten, damit das Hühnermobil nicht auf dem Boden ist, haben wir eine schöne Astgabel halt reingesetzt, die stabil ist, damit es nicht im Matsch steht. Und halt als Tragegabeln die zwei rechts und links. Und ich drehe mal eine kleine Runde, ja, mit dem Mobil. Folgt mir unauffällig. So, genau. Also wir können hier das Mobil ganz leicht durch die Gegend fahren. Das zurück. Vorsicht, tut tut. Ja, also wie ihr seht, geht es ganz einfach. Ne? Da können wir die Hühner also mal spazieren fahren. Von einem Platz zum anderen. Gut, dann kommen wir jetzt zur hinteren Seite. Und zwar haben wir hier unsere Hühnerklappe eingebaut. Die dient dazu, dass wir halt die Eier, die die Hühner legen, halt, dass wir die rausholen können. Aber wir haben natürlich von einem Fachmann, haben wir dann den Hinweis gekriegt, dass die Hühner, die brauchen es dunkel für ihr Eierlegen. Ne? Also wer will schon gerne, Jedenfalls, hier werden wir also noch das verdunkeln. Wir haben erst an so Scheibenfolie halt gedacht, aber vielleicht ist es auch ein bisschen charmanter, so Gardinen vielleicht reinzumachen. Mal gucken. Ne? Okay, dann lasst uns mal schauen, wie das hier hinten aussieht. Hier oben seht ihr, das ist normale Teichfolie. Die ist günstig und sehr haltbar. Die haben wir dann einfach angetackert auf ein Pressspanbrett. Und haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Genau. Jetzt zeigen wir euch mal das Innere von der Hühnerwohnung, von dem Hühnermobil. Und dazu öffnen wir mal hier unsere Serviceklappe. Ja, und da seht ihr, wir haben ein Hochbett gebaut für die Hühner, dass sie also oben brüten können und unten sich eben ein bisschen versteckeln können auch. Gibt eine Hühnerstange, wo sie also sitzen können und nächtigen können, und halt ein Kotbrett, das man dann auch rausnehmen kann. Der Boden ist auch wie das Dach halt mit Teichfolie ausgelegt, dass wir es einfach gut auswischen können. Und genau, mit dem Kotbrett können wir einfach auch gut den Hühnerkot rausnehmen, der ja genauso wertvoll ist wie Pinguin-Kacker, ne? Also sehr, sehr gut für die Pflanzen als Dünger. Ja,